plopp, eingesammelt. Und alle weißen Punkte sind jetzt weg. Wir können weiter, wenn wir wollen. Auf den Scanner gucken, in die Richtung ungefähr so. Hier, hier lang. Das sieht gut aus. Schild ist noch da. Integrität liegt bei 99%. Na, na, na. Ich wusste gar nicht, dass man das Ding in der Luft auch steuern kann. Da kommt was, da kommt was. Bronzit Chondrit. Ein Hoch auf Bronzit. Schon zerschossen, vorsichtig. Luke ist offen, ne? Nicht, dass wir uns die abreißen. Ist bisher noch nicht passiert. Vanadium. Das klingt wertvoll, vorsichtig. Eingesammelt. Und nochmal eingesammelt und hier auch noch. Klickety klickety, aber hier liegt doch mehr. Hier liegt noch sehr viel mehr. Na? Nein, nein, das da vorne hättest du mitnehmen sollen. Nickel! War Zinn schon dabei? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Da, den Brocken will ich haben. Das waren alle. Wir können weiter. Scanner. Scanner. Also das ist sowieso eine ganz eigene Sache, hier diesen Scanner zu lesen. Ja, und ich will es auch gar nicht jetzt versuchen zu erklären. Ist zu komplex, das Thema. Aber ich glaube, umso länger der Strich ist, umso länger der Strich ist, bedeutet, umso größer das Objekt. Also nach oben hin, ne? Ja, okay. Ich bin lieber mal ruhig mit den informativen Gedöns. Das ist substanzielles Let's Play hier. Kein Infovideo. Aber das ist sehr wenig Ausschlag im Allgemeinen. Wir sollten vielleicht irgendwo hin, wo es richtig dolle leuchtet. Hier so. Da ist was Großes. Wenn die Theorie stimmt. Aber auch nur dann. Gib alles. Bloß nicht durchdrehen. Vorsichtig. Oh, wie schnell das Ding sein kann. Herrlich. Na, damit kommt er klar, ne? Irgendwo muss doch mal was kommen. Wir brauchen doch nur Zinn. Von wegen. Ratzfatz hier drei gesammelt. Wir sind wahrscheinlich ewig hier unterwegs. Oh, oh! Okay, Integrität 98. Ist okay, ist in Ordnung. Wir waren in die Richtung unterwegs. Da sind noch ganz viele Ausschläge. Da ist wieder der große Ausschlag. Sieht nach Herpes aus. Space Herpes. Weltraum Herpes. Ein altbekanntes Ungetüm. Na? Hallo? Ja. Okay, wir kommen der Sache näher. Vorsichtig, vorsichtig. Hart einlenken. Ich habe das Gefühl, man kann viel härter einlenken am SFV, wenn man einen Flightstick nutzt. Aber da muss man aber auch rudern hier bis ganz rechts ran. Das so gesund ist. 2 Jahre haben wir. Dann ist die Gewährleistung weg. Da ist was, da ist was. Stopp, keine Panik, Leo. Keine Panik. Da, das wollen wir mitnehmen. Das wollen wir mitnehmen. Bronzit, es ist wieder unser alter Freund. Bronzit. So, vorsichtig. Ist da überhaupt irgendwas? Zinn, yay. Zinn, Zinn, Zinn. Ganz langsam. Hart einschlagen. Drehen. Ich fühle mich wie der Mars Rover. Super langsam. Eisen ist okay. Ach, guck mal, einfach drücken, 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 auch wenn wir drüber stehen. Geht alles. Man muss es nur wollen. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Findet ihr nicht? Das ist eine verdammt schöne Planetenoberfläche. Sollten wir nicht? Gleich, gleich. Wir schießen gleich ein Bild. Wir holen uns erstmal den nächsten Brocken Bronzit. Flop, 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 flop. Hey, stopp, vorsichtig. Von vorne rein hier. Alles fein säuberlich. Klicken, 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 klicken. Geht nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Habe ich es kaputt gemacht? Kann das auch sein? Dass ich so ein bisschen vielleicht gerade was am Brocken zerstört habe? Also wenn man drüber fährt oder so. Oh, wo ging denn der Schuss bitte gerade eben hin? Auf der anderen Seite. Okay. Dann einmal rum hier bitte. Zack, zerlegt. Eisen, okay. Vorsichtig.
Klick, 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 klick. Naja, es ging jetzt nicht so wie erwartet. Na, 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 na. Schön dreh. Es geht. Es geht. Rückwärts fahren, ne? Vielleicht schalte ich hier die Schubregelung auf volle Spannweite um. Das macht sich vielleicht beim SRV ein bisschen besser als beim Flieger. Na? Geht doch. So, was wollten wir machen? Genau, wir wollten ein Bildchen schießen. Oh, hier ist richtig heiß, ne? Kann das sein? Selbst der aktivierte Schild hilft da nichts. Okay, wir sollten hier doch keine Bilder schießen. Vielleicht im SRV. Das ist, glaube ich, die bessere Option. Ja, das ist ein Bild. Ja, das nehmen wir auch mit. Der Winkel muss einfach stimmen. Oh, ich habe gerade nachgeguckt. Theoretisch haben wir schon genug Zellen. Das ist ja fantastisch. Dann brauchen wir nur noch die Encoded Data. Sprich, wir müssen zum nächsten Encoded Data Materialhändler. Ich sehe gerade, wir haben ja ganz viel von der Kamera gerade auf diesem Planeten. Von der Flightstick-Kamera. Aber ein, zwei Brocken machen wir noch, wenn wir schon mal hier unten sind. Wir können, los. Achso, Handbremse. Immer wieder diese Handbremse. Wo sind die nächsten Brocken? Gib Gas. Und Sprung. Ach, der Frachtgreifer, ne? Nicht vergessen, Mensch. Nicht vergessen. Wo ist der eigentlich? Eher rechts oder links? Und, hä? Okay. Da kommt was. Vorsichtig, vorsichtig. Okay, ist kaputt. Ist kaputt, ne? Ja. Da brockt er schon rum. Vanadium schon wieder. Na komm, 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 komm. Durchklicken. Wir nehmen alles mit. Hat nicht geholfen, ne? Schade, ich dachte, durch das Zielwechsel-Spam heben wir das alles ratzfatz auf. Ja, dann eben nicht. Hier ein paar Sammeldrohnen, das wär's doch. Gibt's das? Au, 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 wir haben zwei Sachen mitgenommen. Vorsichtig. Ist gut. Alles cool, alles cool. Nochmal ausholen. Ja, sauber. Und floppdibo. Cool. Jetzt noch einen Haufen und dann sind wir hier weg. In welche Richtung? Also hier lag nicht. Ja, das machen wir. Na komm schon. Stabilisieren. Na, 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 na. Vorsichtig, vorsichtig. Geht doch. Das ist so cool. Dass man das Ding überhaupt in der Luft stabilisieren kann mit Düsen und so. Irre. Crazy. Nice. Da kommt bestimmt gleich. Bestimmt gleich. Der nächste Brocken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nehme ich noch auf. Ja. Ja, ja, ja. Ja, leider gab es hier keine biologischen Samples, was natürlich verdammt schade ist. Aber wie gesagt, das gehen wir auf jeden Fall auch noch an. So eine richtig schöne, lange Exploration-Tour. Mit dem richtigen Schiff natürlich. Als erstes fällt mir da die Diamond ein. Aber ich bin eigentlich auch irgendwie an einem neuen Explorer-Schiff irgendwann mal interessiert. Für irgendwann mal interessiert. Vielleicht eins, was noch schlanker ist und vielleicht noch weiter springen kann. Und die Tour, die bereiten wir dann auch so richtig schön vor.
mit Materialien, um den FSA auch noch zu boosten. Vielleicht besorgen wir uns vorher noch diese Guardian-Erweiterung. Aber eins nach dem anderen. Jetzt ist erstmal Krieg angesagt. Hier hin. Ja, aber wir waren ja eher in die Richtung unterwegs. Hier so genau. Na. Oh. Ich sag ja, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Übung. Brocken, Mensch. Brocken, da. Letzter Brocken, wie versprochen. Ausbiss. Was? Ausbiss? Stopp. Vorsichtig. Was kommt denn da Nettes raus aus dem Ausbiss? Germanium. Oh, das ist doch unheimlich wichtig, ne? Neues Material, Vanadium. Nee, das hatten wir doch schon. Wo ist der Brocken, der letzte? Eisen, naja, nimm mit. Okay, wir halten kurz an. Handbremse. Frachtluke. Schließen jetzt. Hat er gemacht? Ja. Schiff rufen ist 6 gewesen. Oh, so gut, Mensch, so gut. Na, was haben wir denn hier Schönes? Drehen. Runter. Ist okay, ja. Ja, die Unterlage, ne? Da ist eine wackelige Tischdecke drunter. Sehr rutschig. Ist jetzt noch nicht so optimal. Aber wie gesagt, ist ja noch alles in der Beta-Phase. Wir wollen aus dem Kampfmodus raus. Wir wollen den E-Scanner benutzen. 7 Himmelskörper. VSS. Nothing. Okay, dann einfach direkt zur Station. Wieder Gas geben. Nur ein bisschen. Schlesinger City. Mit dem Assistenten. Na dann mal los. Und scannen. Scannen. Ist da was zum Scannen? Bestimmt. Kommt bestimmt gleich. Und nochmal durchdonnern bei 8 Lichtsekunden. Und floppdiwopp. Oh, das war ein bisschen zu spät. Okay, cool bleiben. Ja. Na, geht doch. Weiterfliegen, Kommunikation, Reiterwechsel und bitte Landeerlaubnis. Hat er gemacht? Ja, 37. Da ist der Schlitz. Da oben irgendwo. Scanner nicht vergessen. Gucken, was so da ist. Jo. Wir fliegen so schräg. Das fühlt sich manchmal sehr komisch an. Weil die sich ja so dreht, die Station, ne? Das liegt, glaube ich, daran. Ich habe das Rübergucken noch so komisch versetzt hier. Ich brauche einen Head-Tracker oder so. Na, oh. Vorsichtig. Ist okay, alles cool. Oh, wir sind tot. 37 da hinten, ich hab's gesehen. Fahrwerk, gleich jetzt. Schnell. Ja, das ist wirklich nicht die beste Vorgehensweise, wenn ich hier den Schubregler loslassen muss. Nein! Und jetzt muss ich auch noch rückwärts fliegen. Und ihr wisst, wie ich das hasse jetzt. Aber es ging, ne? Mit dem Rädchen, zack, wieder vorwärts eingestellt und runter. Ja. Ja. Dankeschön. Wir sind hier wegen Militärkomponenten. Daten verkaufen? Ich weiß gar nicht. Haben wir irgendwelche Daten noch? Im Schlepptau? Ja, haben wir. Oh. Ui. Ha. Das hätte auch schief gehen können, ne? Eingehende Nachricht. Ist es aber nicht. So. Kontakte. Material. Händler. Verschlüsselte Materialien. Jetzt gucke ich nochmal ganz genau nach. Wo ist hier Inara? Inara.
Military Supercapacitors. Wie heißt das auf Deutsch? Das wird mir ja nicht angezeigt. Missing 7. Davon brauchen wir 7 Stück. So, wo haben wir denn hier? Militärische. Was? Wie bitte? Nicht, dass es das Falsche ist. Bin ich schon vorbei? Oder kriegen wir die hier gar nicht? Oh Gott, Leo, Mensch! Capacitors sind Kondensatoren. Demnach sind Military Supercapacitors gefertigte Materialien. Wir sind beim falschen Materialhändler. Guten Morgen. Okay, wir brauchen einen neuen Händler. Und zwar einen für. Richtig. Kann ich wieder aktualisieren, bitte? Dann brauche ich jetzt hier nicht manuell meine aktuelle Position eingeben. Das wäre total toll. Dankeschön, Inara. Du bist das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Material Trader. Wie komme ich jetzt wieder dahin? Über die Zurücktaste. Oh. Ganz schlimm. Das mochte das Internetprotokoll jetzt nicht so. Manufactured. Putamasin. Wir müssen nach Putamasin. Aber ganz schnell. Aber sowas von. So kann ich zumindest ein bisschen Land noch üben. Putamasin. Genau dahin wollen wir. Meine Güte, natürlich. Capacitors. So lange her. Das habe ich doch irgendwo schon mal gehört im Technikunterricht oder so. Keine Ahnung. Aber da müssen wir jetzt jedenfalls hin. Ist alles gewesen. Tut uns leid. Für die Umstände, die wir hier bereitet haben. Wir wollen nur noch weg. Okay. Umdrehen. Wie viel Stück brauchten wir? 7, ne? War doch 7, oder? Ach, wir gucken vor Ort nochmal nach, ne? Jetzt müssen wir erstmal fliegen. Nicht, dass wir eine Strafe bekommen oder so. Aber ja, alles klar. Los. Gib alles. Raus hier. Und zwar scannend. Wie immer. Nee, den scannen wir noch zu Ende. Stopp. Oh Gott, wir kriegen so Ärger. Ist fertig, danke. Abflug. Husten. Putamasin. Frameshift bitte. Na? Ja. Wow. Das dauert. Das hat jetzt die ganze Dynamik gefressen. Aber jetzt, neues System, neues Glück. E-Scan. Honk. 11, okay. Wir gucken erstmal. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas auf die Schnelle an Kohle verdienen können. Wir haben hier nicht umsonst einen Oberflächenscanner in einem Kriegsschiff. So, okay. Bisschen wegfliegen. Abbremsen. Moduswechsel. Die 5, bitte. Nein, hier ist nichts. Nichts und wieder nichts. Soll uns gar nicht stören. Gleich mal hier rüber gehen. Wir müssen... Wohin müssen wir? Whale Orbital, genau. Mit Supercruise Assistent. Das ist... Und dann wollen wir mal... Flupp. Um die Ecke, Mensch. Um die Ecke. Wir haben es fast geschafft. Nochmal Gas geben. Ja. War ja auch nur ein ganz kleiner Umweg, ha? Oh, wir sind irgendwie gerade... Naja, das war semi-optimal. Mal gucken, ob es trotzdem hinhaut. Hat sich komisch angefühlt, muss ich sagen. Flop, ey! Glück gehabt, schön. Reiter wechseln, runter. Und 7,5 Kilometer. Geht doch. Die 11. Schlitz ist direkt vor unserer Nase. Wenn das mal kein gutes Omen ist. Mitdrehen, immer schön mitdrehen. Mitdrehen. Na, jetzt hier rüber. Mitdrehen, langsamer. 11. Ich würde es jetzt trotzdem immer noch gerne schon vorher wissen, wo wir landen müssen. So eine kleine Digitalanzeige. Oh Gott, wir sind so tot. Da ist die 11. Oh Gott. Stopp. Ich habe gebremst. Mehr kann ich nicht machen. Und wir müssen rückwärts fliegen, ne? Schande, ey.
das schlechteste Landen aller Zeiten. Es tut mir so leid. Kann man rückwärts gucken eigentlich? Na, 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 vorsichtig, da ist die 11, da ist die 11. Habe ich doch richtig gesehen, ne? Ja, das ist wirklich das schlechteste Land. Ich dachte aber, jede Landung würde heute so werden. In der heutigen Aufnahme, aber nein. Aber die lasse ich jetzt mal drinnen, ne? Ohne das Bittere ist das Süße. Ah, nicht so süß. Habe ich Schaden genommen? Habe ich Schaden gemacht? Wer bezahlt mir den Schaden? Okay, cool. Voll schlimm, ey. Aber da muss ich jetzt durch, ne? Da muss ich jetzt durch. Stopp. Okay, links und runter. Ping, ping. Ja. Klasse. Ist okay, können wir gelten lassen. Ich hoffe, wir haben genug streitbares Material. Danke. Ja, ich bin gerne hier. Militärische Superkondensatoren. Bin ich schon vorbei? Da sind sie. Die brauchen wir. Aber wir dürfen die anderen Sachen nicht fälschlicherweise austauschen. Ich check mal ganz kurz Inara. Eieieiei. Nicht, dass ich jetzt hier aus Versehen was Falsches eintausche. Hier steht zumindest nichts von Detektoren in der aktuellen Bauanleitung bezüglich der High Capacity. Wir gehen das mal ein. Was? Kann ich nicht eintauschen? Wie bitte? Ich kann nur Proto-Wärmestrahler eintauschen. Ist das dein Ernst? Wie viel kriege ich? Oh, warte. Das wird ja ein Spaß. Die müssen wir jetzt per Hand müssen wir die abfahren. Außer den einen hier, ne? Den nehmen wir natürlich mit, auch wenn das ein schlechter Deal ist, weil das nicht die gleiche Zeile war. Ui. Ui. Alles klar. Also entweder besorgen wir uns jetzt Tauschmaterial. Naja. So oder so, das wird ja ausgewürfelt. Wir besorgen uns Tauschmaterial, Schrägstrich, idealerweise gleich direkt militärische Superkondensatoren. Und demnach sollten wir unsere Punkte hier abfarmen, die wir bezüglich der gefertigten Materialien aufgeschrieben haben. Wie weit ist Dave's Hope weg? Wie weit ist das weg? Oder High-Grade Emissions abfarmen? Mit dem... Ja, genau. Mit dem Ausloggen. Mit dem Server-Hopping. Das können wir ja machen. Aber dafür müssen wir erstmal raus, ne? Und in den Supercruise. Dann machen wir das. Inara, wir sehen uns später. Ach ja, Drohne nicht vergessen, ne? Da war ja was. Lackschäden beseitigen und Drohnen. 9 haben wir noch. Gut, dann gucken wir uns mal ein bisschen um, würde ich sagen, ne? Starten. Vielleicht finden wir auch unterwegs irgendwas zum Kämpfen. Vielleicht sollten wir das auch immer schön im Wechsel machen. So wie ich es bei Fallout 76 mache. Also Ausbau und Kämpfen im Wechsel. Aber jetzt erstmal Ausbau. Mal gucken, ob wir das mit dem Lockout, Lock-in bei den High-Grade Emissions so hinbekommen, wie wir das wollen. Los, raus hier. Hey, ich hab Vorfahrt, du. Warte, du. Der hält nicht, ne? Nee, oh Gott, es gibt Ärger, es gibt Ärger. Es tut mir so leid. Ich honk dich gleich. Okay, alles cool. Oh. Wow. Millimeterarbeit. Tatsächlich, der Schild ist nicht um 1% runtergegangen. Okay, wir ballern erstmal weg. Boosten, hallo. Ach, Fahrwerk. Stimmt. Aber jetzt boosten. Na, ein Glück hat man das Fahrwerk noch nicht drin. Ansonsten wäre ich da nicht so fein säuberlich rumgekommen. Interner Supercruise. Flup. Okay, na gut, dann starten wir mal den VSS. Was haben wir denn hier Schönes? Und das mache ich dann wieder ganz fein säuberlich, zusammengeschnitten. Ein bisschen hartes Grinden. Nein. Ich bestehe auf meine High-Grade-Emission. Voll.
Wehe, hier gibt's keine. Waffenfeuer. Hey, was war denn das bitte? Achso, ich bin in das Untersystem. Egal, wir haben eine gefunden. Mehr wollte ich doch gar nicht. Wie komme ich hier nochmal raus? Mit. Anvisiert ist. Verlassen. Achso, wieder 5. Okay. Diese Kleinigkeit, ne? 18.000. Oh mein Gott. Wir suchen ganz kurz weiter. Vielleicht finden wir noch eine, die näher dran ist. Oh mein Gott. Aber wenn wir dann da wären, ne, dann würde man das natürlich dementsprechend ausnutzen. Wie weit bist du weg? Steht das hier schon irgendwo? Irgendwo? Entfernung 10.000 Lichtsekunden. Links steht das. Das ist ja zumindest schon mal ein Anfang, ne? Oh Gott. Wir gucken noch ganz kurz weiter, ne? Hier gibt es noch mehr Signale. Die hatten wir schon, ne? Das war die 16.000er. Ist aber auch hart, ne? Was war das? Konvoi. Ich habe jetzt nicht mitgelesen. Mhm, ja. Nein. Ein Spaß. Das wird ein Spaß, aber wenn wir erstmal drin sind, ne? Na, was bist du für ein Signal? Waffenfeuer. Das waren alle Signale. Was für eine Schmach. Wir müssen jetzt 10.000 Lichtsekunden müssen wir jetzt springen. Aber ist in Ordnung. Reiter wechseln. Signale sind noch ausgewählt. Ja. High grade. Hochgradig. Jetzt bloß nicht verlesen. Da. Die 10.000er mit Super Cruise Assistent. Ich gebe ja schon Gas. Ist doch gut.